So, jetzt mal die Ohren spitzen. Hallo zum Elefant, Tiger und Co. Podcast, direkt aus dem Leipziger Zoo. Ja, ein großes Hobby von mir findet seine Fortsetzung, ETC, der Podcast. Das Wetter wird immer schöner, die Gesprächspartner sind nach wie vor gesprächsbereit und heute auch wieder an wunderbarer Kulisse. Ich habe heute hier natürlich wieder einen Gast, Florian Ludwig gibt mir heute hier die Ehre, ein Tierpfleger aus Leidenschaft. Dieses Etikett steht ja hier sowieso generell immer drauf und stimmt doch jedes Mal. Florian, sei gegrüßt. Hallo, auch von meiner Seite. Florian, du bist seit ein paar Jahren, wenn ich von deinem Bereich ausgehe, Südamerikaner. Ja, genau. Also ich bin genau genommen seit 2011 bin ich hier im Zoo Leipzig, ja. Und seit 2018, also seit Eröffnung vom Pantanal, bin ich quasi im Bereich Südamerika. Und das ist eine gemütliche Ecke, die du uns für uns hier hergerichtet hast oder sowas. Das ist euer Pausenbereich, das ist quasi direkt hinter dem großen, ich sag's jetzt mal Laufsteg, Holzsteg, genau. An der Südamerika-Anlage und vor den inneren Bereichen. Richtig, genau. Das ist also quasi, ist das eigentlich Schleusenbereich zwischen Vorgehege und Außenanlage vom Mähnwolf und ist eigentlich für uns eigentlich so ein bisschen der kleine Rückzugsort, dass wir ein bisschen Ruhe haben, sag ich mal, auch als Pfleger braucht man ja auch in der Pause mal ein bisschen und ja, ein bisschen idyllisch, sage ich mal, ist es hier wirklich. Es ist ein sehr schönes Stück Südamerika und als erstes muss ich natürlich im Moment, weil es gerade wieder aktuell ist, auf den Nandu zu sprechen kommen. Ja. Ihr habt ja hier seit Jahren jetzt eigentlich, sagen wir mal so, eine sehr engagierte Familienberatung laufen. Also dass es mit dem Brüten beim Nandu bei Hannibal klappt. Wie ist denn jetzt gerade der aktuelle Stand? Aktueller Stand ist, wir sind jetzt gerade dabei, dass die Mädels auf der Anlage wieder mal sind, ja. Zum zweiten Mal, weil das erste Gelege ist ja leider nach hinten losgegangen, also sprich, Eier sind teilweise abgestorben, verfault, wie auch immer. Und jedenfalls haben wir schnell nachgelegt, beziehungsweise die Hennen haben nachgelegt. Ja, ja. Und jetzt sitzt er aktuell auf 10 Eiern. Und da hatte Florian, also mein stellvertretender Chef, der hatte heute mal ganz vorsichtig kurz die Chance genutzt, dass Hannibal kurz aufgestanden war, vorsichtig die Eier inspiziert. Ja, und da haben wir gemerkt, okay, eins war nicht mehr ganz so gut, das haben wir gleich rausgenommen und die anderen sahen aber gut aus. Daumen drücken, dass es weiter so gut bleibt und dass nicht wieder alles nach hinten losgeht. Wann sieht denn ein Ei gut oder nicht so gut aus? Naja, ich sag mal so rein optisch kann man es erstmal nicht sehen, ja. Man riecht es nur irgendwann. Also wenn es tatsächlich wirklich schon sehr, sehr schlecht ist, würde man es spätestens an vermehrt Fliegen merken, die dann ums Nest rum schwirren. Ansonsten, so rein optisch, kann man eigentlich wenig sehen. Man würde es spätestens am Geruch eigentlich erkennen. Oh, okay. Oder man müsste halt wirklich regelmäßig immer gucken. Wenn man sie natürlich im Brüter hat, hat man natürlich viel mehr Kontrolle. Da kann man jeden Tag gucken. Man merkt es allein schon, wenn man den Brüter aufmacht, ob es jetzt irgendwie riecht oder nicht. Das geht natürlich, wenn der jetzt die ganze Zeit drauf sitzt, eher schlecht. Normalerweise ist es eigentlich auch so, dass die Nandu-Hähne oder generell Vögel, wenn ein faules Ei dabei ist, die einfach aus dem Nest entfernen. Die merken das auch selber, riechen das normalerweise auch. Merken sie es. Er hat es jetzt nicht gemacht. Also er hat es schon das eine oder andere Mal nicht gemacht, dass er die faulen Eier rausgenommen hat. Man muss dazu aber noch sagen, er ist auch nach wie vor immer noch sehr unerfahren. Der ist gerade mal 5 Jahre jetzt alt, also der ist wirklich noch sehr, sehr jung, was das angeht. Also machen wir mal so ein kleines, was bisher geschah. Also am Anfang, ihr habt ordentlich Geräusche hier im Hintergrund. Das ist schon Baugeschehen auf der Nebenan oder ist das euer Futterlieferung? Nee, es ist zum Teil wirklich Baustelle hier. Einerseits von Feuerland, ja. was jetzt schon in Arbeit ist und andererseits, jetzt sind sie gerade dabei, das Terrarium abzureißen und das ist gerade hier alles fleißig im Gange. Ach, und Südamerika liegt mittendrin sozusagen. Genau, wir sind mittendrin und kriegen gerade von beiden Seiten so ein bisschen was ab. Also. Aber wir verstehen uns ja gegenseitig im doppelten Sinne. Ja, nochmal, das, was bisher geschah. Am Anfang, er hatte noch gar keine Ahnung, wurde einfach erstmal draufgesetzt. Das war, glaube ich, vor 2 Jahren. Am Anfang hatten wir 2 Hähne. Da war erstmal im Brüten noch gar nichts. Ja. Das zweite Jahr, da war er dann schon alleine mit seinen 4 Hennen. Da waren Eier da, aber die hat er dann einfach in Ruhe gelassen und die haben wir dann auch weggenommen und haben die komplett ausgeblasen. Ach, da hat er sich nur ganz selten mal draufgesetzt. Genau, da war dann das Gelege, hat er dann ab April komplett ignoriert und da war er wirklich mit seinen knapp 2 oder 3 Jahren, war der da gerade mal, da hat er gar nichts gemacht. Ja, ja. Dann war vorletztes Jahr, da ist ihm das Gelege komplett explodiert, sag ich mal, auch unter ihm. Da hat er wirklich auf der Außenanlage gesessen und da war ihm alles weggegammelt. Das heißt, das war dann auch in dem Jahr das gewesen. Und letztes Jahr, da hatten wir einen Teil ihm direkt gelassen, weil er selber bebrüten kann, einen anderen Teil im Brüter. Und das ist auch das Jahr gewesen, wo wir das erste Mal erfolgreich dann auch Küken hatten, die er dann auch geführt hat und wo am Ende dann auch wirklich 3 groß geworden sind, die mittlerweile auch erfolgreich vermittelt wurden. Ach so, also er steht nicht ganz am Anfang. Nee, also er hat tatsächlich schon so kleine Erfolgserlebnisse, aber er ist halt nach wie vor, trotzdem muss man immer sagen, ist noch sehr, sehr jung. Und das kommt einfach im Laufe der Jahre, man merkt schon, wie der immer besser wird. Er hat allein schon vom letzten zu diesem Jahr, merkt man schon, dass das besser macht. Das Nest sieht
nach einem Nest aus und nicht mehr nur wie am Anfang eine Mulde. Es wird halt wirklich immer besser und er macht das richtig ordentlich. Habt ihr da irgendwelche Lehrvideos für ihn oder kommt das aus dem Instinkt irgendwann? Also beim Nandu ist vieles ganz einfach Instinkt, weil die fangen ja ab einem gewissen Punkt, wenn die Geschlechtsreife mit 2 Jahren eintritt, werden die ja generell untereinander ein bisschen aggressiver, die Männer. Das heißt, man muss sie dann auch wirklich trennen und das vieles kommt einfach instinktiv. Also ein Großteil, also die können sich das ja auch schlecht bei einem anderen Hahn abgucken, weil es ist ja kein anderer da. Und das ist einfach großteils Instinkt und einfach auch ein bisschen selber ausprobieren, wie es dann am Ende funktioniert. Also ihr glaubt schon, dass der auch abspeichert, was er letztes Jahr gemacht hat, weil es heißt ja, so richtig schlau ist er eigentlich nicht. Ja, aber ich denke mal, so gewisse Sachen, die werden dann trotzdem schon sitzen, weil, wie gesagt, man merkt ja auch so ein bisschen Fortschritt über die Jahre hinweg, dass das immer besser wird. Okay. Also er wird schon merken, okay, das hat funktioniert, das nicht. Und also ich denke mal, eine gewisse Grundintelligenz traue ich ihm trotzdem zu. Da wollte ich gerade fragen, nicht, dass ich hier wieder ein Klischee bemühe Nein. Er ist jetzt, Nandus sind jetzt nicht so wahnsinnig clever, oder? Man kann sie jetzt nicht mit Papageien oder mit Raben vergleichen, um Gottes Willen. Also den jetzt irgendwie eine extreme Beschäftigung dorthin packen, das ist zu viel für die. Ich meine, das Einzige, was wir jetzt machen, dass wir den so einen Salatkopf in so ein Gitter bei, diese Laubbälle, was man auch bei Affen oder bei Huftieren machen kann. Das machen wir bei denen auch schon, aber das hat jetzt eher wenig mit Intelligenz zu tun. Das ist einfach, dass wenn die es einfach irgendwie auf eine vernünftige Höhe hinhängen und dann zupfen die sich das raus, die würden das auch fressen. Wenn man es auf den Boden packt, das ist eigentlich bei denen völlig egal, wo es liegt, die fressen es dann einfach. Welche Quote müsste er dann eigentlich haben in seinem Nest? Wenn du sagst, letztes Jahr waren es 3 Küken, die rausgekommen sind, ist das nicht schon zauberhaft? Ja, war schon ein sehr guter Erfolg. Wenn die Hälfte schlüpft und durchkommt, dann wäre ich schon zufrieden, sage ich jetzt mal. Also wenn er 5 Küken, wenn das wirklich groß wird, das wäre schon mal ein kleines Erfolgserlebnis. Aber man muss auch dazu sagen, bei Darwin-Nandus ist einfach mal die Kükensterblichkeitsrate noch mal deutlich höher als beim gewöhnlichen Nandu. Also die sind noch mal ein kleines bisschen empfindlicher, deshalb war das eigentlich letztes Jahr schon fast so ein bisschen wie ein Lottogewinn, dass der schon so schnell groß geworden ist. Also wir haben selber, muss ich selber auch sagen, ich selber habe noch nicht damit gerechnet, dass wir schon so gut Fortschritte machen bei der Nandu-Brut. Wie viele Eier liegen denn eigentlich so im Schnitt im Nest? Das Maximum, wie gesagt, letztes Jahr, da waren wir ja bei 25. Das war ja recht viel von 3 Hennen. Er lässt auch so viel reinlegen, oder? Also, wenn er könnte, dann würden die wahrscheinlich ohne Ende noch weiterlegen. Dann würde der wahrscheinlich bei 30, 40 irgendwann, würde der wahrscheinlich dann irgendwann auch weiter brüten noch. Ja. Aber, wie gesagt, so ein Nest kann locker 30, 40 Eier. Die hören dann aber von sich aus auf oder kommen von ihm ein Zeichen, so wie, nur lass mal hier, so viel schaffe ich ja gar nicht. Na, irgendwann sitzt er ja auch einfach und die Hennen gehen dann auch einfach. Beziehungsweise in der freien Natur läuft es auch so ab, dass der Hahn die Hennen dann irgendwann auch einfach verscheucht. Wir haben es ja auch dann jetzt die letzten Jahre und auch jetzt dieses Jahr gemerkt, sobald der Hahn weg ist, klar, es kommen dann noch mal ein paar Eier nach bei den Hennen, aber es hat dann sehr schnell aufgehört. Also wenn der Hahn weg ist, dann ist auch das Bedürfnis von den Hennen Eier zu legen nicht mehr ganz so da. Und wir haben jetzt zum Beispiel jetzt nach dem ersten Gelege sehr deutlich gemerkt, nachdem das hinüber war, haben wir Hannibal auf die Anlage gelassen und das hat keine Woche gedauert, da ging das ratzfatz wieder los, dass die Hennen Eier gelegt haben und wir hatten ja schon eigentlich fast die gesamte Brutzeit, wie er gesagt hat, wir hatten ja über einen Monat schon Ruhe bei den Hennen eigentlich. Und das ging so schnell wieder los, kaum dass er da war, zack, ging das los mit dem Eierlegen und dann haben die relativ schnell wieder ihre 12 Eier zusammen gehabt. Das ist quasi wie eine Dauerbeschäftigung für ihn, wenn er wieder da... Ja, also das ist wirklich, der hat die wirklich durch seine Anwesenheit scheinbar stimuliert und hat sich auch sehr, sehr um seine Hennen bemüht. Also er ist jetzt auch nicht ruhiger geworden, er war trotzdem aggressiv, wie er es auch sein soll zu der Zeit und hat auch fleißig seine Hennen getreten, also sprich, sich mit denen gepaart. Also sowas findet vorher statt, das ist nicht einfach ein Reflex, da kommen Eier hin, wie sind die dann überhaupt befruchtet? Nee, also es gibt vorher auch schon Zusammensein sozusagen. Richtig, also dieses gesamte Brutgeschehen wird ja langsam aufgebaut von den Hähnen. Also die werden ja langsam, wenn es Richtung Brutzeit geht, werden die ja langsam aggressiver. Wir merken es selber an uns Pflegern, dass wir irgendwann nicht mehr das Gehege betreten können. Ich habe meistens immer Glück, ich kann relativ lange noch reingehen. Meine anderen Kollegen haben nicht ganz so viel Glück, die können ja nicht ganz so leiden. Aber vom Prinzip her ist es eigentlich so, das baut sich langsam auf und dann sieht man irgendwann auch schon mal so die ersten Versuche, wenn er so die Hennen versucht zu treten. Also man kann es auch wirklich treten nennen, weil wirklich die Hennen sitzen da und er stampft dann wirklich mit dem Fuß bei denen auf dem Rücken rum, stimuliert die so ein bisschen dadurch oder animiert die, dass die sich dann wie auch immer richtig positionieren und dann steigt er halt auf und dann wird halt wie gesagt jedes Ei einzeln, bevor es gelegt wird, muss natürlich vom Hahn befruchtet werden. Im Tierreich ist nichts zärtlich, vermute ich mal. Ja. Also bei Nandus spielt, glaube ich, Romantik und Liebe eher wenig eine Rolle. Es sieht teilweise recht brutal aus bei Nandu, muss man sagen. Also ich glaube, da geht es einfach nur um das... Erhaltung der Art, ja. Genau, um Arterhalt. Also ist Liebe spielt da eine untergeordnete Rolle. Und weil du gerade sein Verhalten ansprichst, Charlotte Pambo hat mir ja auch erzählt, man kann, also eigentlich ist es ein ungemütlicher Typ, der Hannibal, wenn es drauf ankommt. Wie äußert sich denn das? Naja, er ist dann sehr entgegenkommend. Also macht sich ganz groß. Also gerade zur Brutzeit kann man es sehr durchmerken, stellt die Federn auf, ist gefühlt doppelt so groß wie alle anderen Nandus. Ja.
und kommt dann fauchend, spuckend auf einen Zug gerast und man kann dann einfach nur noch eins machen, und zwar schnell das Weite suchen und weggehen. Also einerseits spielt es uns in die Karten, weil so können wir ihn natürlich immer sehr schnell dahin kriegen, wo wir ihn hinhaben wollen. Das heißt, wir stellen uns nur irgendwo an den Zaun und er kommt uns dann meistens hinterher und dann können wir ihn abtrennen. Das ist immer das Gute, aber mit ihm zusammen ins Vorgehege ist dann nicht ganz so lustig. Da ist, kann man ihn auch nicht mit Stimme beruhigen und nee, so. Nein. Gar nicht. Also der sieht dann gefühlt nur rot und ja, will eigentlich alles, was kein Guanaco und Nanu ist, angreifen. Ist er denn sonst außerhalb dieser Zeit ein gemütlicher Kerl? Also außerhalb der Balzzeit ist er eigentlich ein sehr, sehr lieber. Also kann ich zumindest behaupten. Ja. Also da nimmt er sich auch größentechnisch mit den Mädels kaum was. Also da sieht er eigentlich fast so niedlich und klein aus wie seine Mädels. Und warum? Du hast einfach ein gutes Verhältnis zu ihm? Also macht er auch Unterschiede? Also ich denke mal, er macht auf jeden Fall Unterschiede zwischen Kollegen, weil, wie gesagt, ich kann oftmals sehr, sehr lange immer noch reingehen. Ich habe das wirklich gehabt. Ich hatte frei, meine Kollegen waren da. Und gerade wenn wir den morgens reinholen, also wenn die Brutzeit noch nicht so ganz im Gange ist, dann habe ich es wirklich gemerkt, er kam wirklich um die Ecke geschossen, kam wirklich fauchend und groß an. Und man hat richtig gemerkt, er hat mich gesehen und ist dann so dieses, oh Gott, nee, das ist der, bei dem klappt das nicht. Und hat man richtig so gemerkt, wie er so innerlich so ganz schnell so ein bisschen ruhiger geworden ist und ja, ist dann halt normal rein. Ich meine, er ist dann zwar trotzdem aggro mir gegenüber auch, aber er ist ein bisschen verhaltener. Aber wie gesagt, jetzt die letzte Zeit ist er dann auch zu jedem aggro. Und macht dich das stolz? In gewisser Weise ist es schon, ja, ein bisschen schon, weil ja, man den irgendwie besser handeln kann als andere, aber ich weiß auch nicht, was ich anders mache. Also gibt's denn andere Tiere bei euch in Südamerika, wo es genau andersrum läuft, wo jemand anders da, ich sag jetzt mal, Liebling ist? Ist schwierig, sage ich jetzt mal, weil ich sag mal so gut, kann man eigentlich schwer sagen, weil eigentlich sind die meisten unserer Tiere umgänglich. Gut, ja. Chaco Pecaris, die sind generell schwierig, weil zu denen geht auch keiner von uns freiwillig rein. Pecaris, sind die Schweine. Der Wasserschweine, ja, genau. Nee, nicht die Wasserschweine, sondern die Schweine. Die richtigen Schweine. Die richtigen Schweine, okay. Wir haben ja drüben die Mähnwölfe und die Chaco Pecaris nebenan. Okay. Also nicht mit dem Wasserschwein, mit dem Nagetier verwechseln, sondern mit dem richtigen Schwein. Also die sind zusammen nochmal mit dem Mähnwolf auf diesem Gehege hier. Nee. Okay. Du merkst ja, ich muss langsam mal wieder hierher gehen. Nee. Also der Mähnwolf, der ist mit dem Ameisenbär auf einer Anlage. Ja. Das ist direkt die Anlage hinter uns. Und die Pecaris sind direkt gegenüber auf der anderen Seite. Die haben den Wassergraben zwischen den, da ist der Wassergraben zwischen den Capybaras noch. Capybaras sind auch die Wasserschweine. Richtig. Okay. Es ist schlimm, dass da immer diese Fremdwörter da vorstellen. Man könnte Pampashase heißt er da auch nicht, oder? Mara war. Pampashase heißt er zu Deutsch, aber eigentlich ist es ein großer Mara. Ja. Okay. Also eigentlich ist es irrtümlich, weil es ist eigentlich kein Hase, es ist ein Meerschweinchenverwandter. Dann kommen wir mal zu diesem großen Gehege. Das wirkt ja auf mich immer, also wenn ich von außen gucke, wie ein Streichergehege, weil die Tiere da drin, die wirken nicht aggressiv, die wirken nicht gefährlich, irgendwie sogar niedlich, aber haben bestimmt auch einen eigenen Charakter, oder? Ja, also lieb sind sie auf jeden Fall. Man kann sie auch knuddeln und so weiter, sehen auch die Besucher regelmäßig immer mal. Aber wenn es drauf ankommt, können sie auch mal anders. Ich meine, dass sie uns angreifen, das machen sie jetzt nicht. Aber gerade beim Füttern müssen wir immer sehr auf die Finger aufpassen, weil die haben extreme Zähne. Das kann ein bisschen gefährlich werden. Ja. Aber das machen die nicht aus Absicht. Das sind eher, wenn die einfach zu gierig sind, dass die versehentlich mal einen Finger mit erwischen. Und bist du oft beim Arzt? Nee, überhaupt nicht. Also ich muss ehrlich sagen, ich glaube, alle Verletzungen, die ich in den über 10 Jahren hier hatte, das waren alles irgendwie Messerschnitte oder andere irgendwelche Verletzungen. Aber dass ich vom Tier wirklich ernsthaft verletzt wurde, muss ich gerade überlegen. Da war, glaube ich, war nur eine Sache, es war, wo ich noch im Bereich Asien war. Bei den Seebären, wo ich die damals gefüttert habe. Da habe ich aber selber nicht aufgepasst, da habe ich Fisch geworfen. Und da habe ich bei unserem Seebärenbullen halt bin ich mit der Hand und dem Fisch zu nah an seinem Gesicht vorbei und er wollte halt zuschnappen und war halt die Hand mal ganz kurz dazwischen. Ja. Und hat er ganz kurz zugebissen, aber hat dann in dem Moment auch ganz schnell wieder losgelassen. Da habe ich so zwei kleine Striemen auf der Außenseite gehabt. Und habe dann einfach nur eisern die Kommentierung zu Ende gemacht, habe es einfach laufen lassen, bluten lassen und habe dann einfach die Hand eben nicht mehr zum Fischbeißen genommen. Ja. Und habe mich dann danach von Kollegen verbinden lassen, aber das war, glaube ich, so das Einzige. Du gehst auf im Dienst sozusagen, das ziehst du dann durch. Ja? Ich habe dann durchgezogen. Ich habe es dann zwar ein bisschen schneller beendet, aber, ja, ja. Aber ich, das ist, glaube ich, so. Du bist also hellwach im Tierkontakt oder sowas, aber das musst du dir nicht antrainieren, das bist du einfach. Also ich versuche eigentlich immer aufzupassen, was du sagst. Ja, ja, ja. Na, ist ja klar. Bei den Capybaras und auf diesem Gelände hier nochmal, sind die denn untereinander, weil du gerade das Füttern ansprichst, denn alle grün? Es existiert auf jeden Fall extremer Futterneid, was es angeht. Also ja, die Capybaras, also die Wasserschweine, die versuchen ja gerne durch ihre, allein durch die Körpergröße, versuchen die ja natürlich schon immer, sich das Beste zu angeln. Also die versuchen dann die Maras auch mal ein bisschen auf Abstand zu halten.
Aber die Maras haben mittlerweile auch so ein paar kleine Tricks gelernt. Am Anfang haben die sich ja wirklich alles klauen lassen. Ja. Mittlerweile sind die Maras einfach so, dass sie entweder den Wasserschwein oder auch sich untereinander ins Gesicht pinkeln. Also das ist wirklich so, also das machen die wirklich, um auch wahrscheinlich auch untereinander, um auch Fressfeinde abzuwehren, dass die wirklich dann einmal so schnell eine Fontäne nach hinten wegschießen. Ja. Und wie gesagt, das kann man eigentlich fast täglich bei denen zur Fütterung beobachten, dass die das untereinander machen. Wenn jetzt gerade so die letzten Stücken Gemüse noch da sind, wenn dann so Rangeleien sind, wenn dann jeder unbedingt dieses eine Stück Möhre haben möchte, dann passiert es immer mal, dass die Maras untereinander und auch den Kapibaras gegenüber mal was, einen kleinen Strahl ins Gesicht feuern. Und was löst das aus dann bei denen? Sind die da überrascht oder? Bisschen ja, aber die Kapibaras, die lässt das eigentlich komplett kalt, die gehen dann trotzdem einfach weiter. Ja. Aber die Maras haben halt noch einen anderen Trick, die nehmen das Gemüse einfach in den Mund und rennen damit weg. Das haben sie am Anfang nicht gemacht. Die nehmen das wirklich, rennen weg und dann das Wasserschwein denkt sich, so anstrengend, ich bleib hier. Ja, ja. Also die rennen denen dann jetzt nicht aktiv hinterher, die Maras sind deutlich schneller, was es angeht. Ja. Und das ist eigentlich auch so das Gute, warum die eigentlich so gut funktionieren, weil Kapibaras, die sind eher so ein bisschen träge, wirken auch manchmal so ein bisschen arrogant vom Blick her, so ein bisschen emotionslos auch. Ja. Und die Maras, die sind halt eben so ein bisschen, naja, jetzt nicht direkt die Flummis, aber die sind einfach deutlich agiler. Wenn die was haben wollen, dann zack, nehmen die sich was und flitzen schnell weg und dann ist gut. Ist aber auch schön zu beobachten, wie so eine Vergesellschaftung über die Zeit immer so neue Verhaltensweisen rausbringt, oder? Na, wir haben auch sehr niedliche Vergesellschaftungen artübergreifend, also zwischen den Jungtieren haben wir mal beobachtet. Wir haben letztes Jahr, wir haben jetzt gerade ein Wasserschweinjungtier noch hier drin, der ist jetzt mehr als ein Jahr alt. Und letztes Jahr, wo der geboren war, der war ja ein Einzelkind. Und der hat halt keinen Spielkameraden gehabt und der war auch uns Pflegern gegenüber am Anfang immer sehr distanziert. Es war immer eher so, wenn wir auf die Anlage sind, dann hat er uns eher, nicht angedroht, aber das hat ihm nicht gepasst, dass wir da einfach da waren. Seine Mutter und seine Tanten war völlig egal, die kamen an uns, aber er wollte so gar nicht ran, am Anfang zumindest. Und dann war aber irgendwann ein großer Mara geboren und dann hat er mit dem großen Mara eine sehr enge Freundschaft aufgebaut. Und es war immer sehr niedlich, wenn wir im Langdienst dann alles reingeholt haben, wenn die hier abends reinkommen dürfen. Die Erwachsenen waren schon längst drin, waren am Buffet. Ja. Und der Kleine, der hat da draußen so lange gejammert und gerufen, bis dann das Mara endlich mal kam. Und dann sind die beiden zu zweit als dynamisches Duo dort reingekommen. Es war eine sehr niedliche Zeit gewesen. Die war natürlich auch sehr schnell vorbei, weil die Maras deutlich schneller erwachsen. Das war also relativ schnell erwachsenes Mara, aber er hat dann für eine kurze Zeit einen Spielkameraden gehabt. Und das hört dann einfach irgendwann auf, wenn das nicht mehr passt sozusagen? Richtig, das hört dann einfach auf, weil die Maras, die sind mit einem Vierteljahr, sind die so gut wie ausgewachsen oder eben so weit, dass sie dann halt eben nicht mehr wirklich so spielen. Aber wie gesagt, solange das Mara klein war, hat er sich mit dem Wasserschwein immer sehr gut, haben die sich sehr gut ergänzt, haben immer viel miteinander gespielt. Und dann kamen aber auch immer wieder neue Maras, wir haben ja pro Jahr mehrere Jungtiere immer, wir haben ja vier Weibchen drin, die regelmäßig immer Jungtiere haben, das heißt, es kam immer wieder was an und irgendwann ist das Wasserschwein irgendwann auch so offen und locker uns gegenüber geworden, dass er auch zu uns mal gekommen ist und jetzt lässt er sich 1A durchkrabbeln und so weiter, was auch sehr schön ist für uns, sage ich mal. Ja. Wie haben die Eltern das vom Capybara damals gefunden, diese Freundschaft mit dem Mara? Denen war das ziemlich egal. Also dem muss man echt sagen, also den Müttern und auch den Tanten, denen ist das ziemlich egal. Man hat manchmal so den Eindruck gehabt, dass die ihre Kinder, die sind immer irgendwo rumgerannt und die Mütter, denen war das so ziemlich egal. Also so, lass die da rumrennen, ist völlig egal. Also gerade den ersten Wurf, den wir hatten, da hatten wir ja 7 Jungtiere, also von 2 Weibchen insgesamt 7 Jungtiere. Und wir sind im Herbst auf die Anlage und in jeder Ecke raschelt, da ist irgendwo rannte ein Jungtier rum. Und die Mütter waren überall, aber nicht bei ihren Jungtieren, auch nicht umgekehrt. Also da waren wir echt schon überrascht, dass die Jungtiere überhaupt noch irgendwie wussten, wo ihre Mutter ist. Ja, ja. Aber die sind alle groß geworden. Hat funktioniert dann. Ja, also das hat echt erstaunlicherweise geklappt. Wie ist denn eigentlich so ein Abendappell? Ich meine, die Anlage ist ja wunderschön, da würde ich als Tier ja auch draußen bleiben wollen. Kriegt ihr das abends trotzdem innerhalb von 5 Minuten und Fingerschnips, kriegt ihr die Tiere rein oder bleiben die draußen? Sie können pendeln, aber das mit dem Reinholen, das ist eine Sache von 10 Sekunden, dann sind die drin. Also zumindest die erwachsenen Tiere, die Jungtiere eher weniger, gerade die jetzt im Sommer auf der Anlage geboren werden, die haben noch nicht den Bezug zum Stall, weil wir haben jetzt auch über den Sommer haben wir die Ställe auch nicht dabei. Die kamen zwar als Vorgehege, da werden die auch gefüttert, dass die so ein bisschen nach wie vor einen Bezug zum Vorgehege haben. Aber ansonsten die Alttiere, das ist schon so, wenn wir eigentlich gegen 17 Uhr kann man eigentlich schon beobachten, dass die schon das erste Mal hier gucken an der Tür, sondern können wir schon rein? Ja. Nee, bis 19 Uhr oder frühestens 6:45 können sie dann eigentlich meistens rein. Und ist das Gewöhnung oder ist es das Futter? Es ist, denke ich mal, beides. Also das Futter, glaube ich, eher weniger. Es ist, denke ich, einfach Gewöhnung. So ein bisschen. Wie gesagt, wir machen die Tür auf und dann kommen die rein. Dann stürzen sich alle quasi aufs Buffet und dann ist gut. Wir haben eine interessante Beobachtung tatsächlich gemacht. Das war im ersten Lockdown. Das war ja auch so über die warme Jahreszeit, wo wir hier zu hatten. Gut, da gab es ja auch keinen Langdienst. Da haben wir ein bisschen früher die Türen schon aufgemacht. Und wir waren ein bisschen überrascht, weil halt keins der Tiere so wirklich den Drang hatte, reinzukommen. Also man muss echt dazu sagen, viele Tiere hier im Zoo haben auch so ein bisschen die Ruhe,
bisschen genossen, wo der Zoo halt mal so die 3 Monate zu war. Also das muss man echt sagen, wir haben hier abends aufgemacht und es kam gefühlt niemand. Also ja. Die meisten waren halt echt so, nö, wir bleiben auf der Anlage, da ist schön. Und also Besucher sind auch ein bisschen Stress dann sozusagen. In gewisser Weise schon. Also ab einem gewissen Punkt merkt man bei den Tieren auch, dass die einfach dann wirklich auch nicht mehr wirklich Lust haben. Die wollen dann rein, wollen ja. Ein bisschen auch mal einfach abschalten. Aber es ist auch ein bisschen tagesformabhängig. Also Tage wie heute, wo es eigentlich verhältnismäßig ruhig ist, da geht's. Aber es gibt natürlich auch Tage, wo es hier dann gerade Ferienzeit oder Urlaubszeit, aber das ist natürlich auch extrem voll. Da sind auch, oder wenn es auch sehr warm ist, sind die Tiere auch einfach dann abends froh, wenn sie dann rein können und ein bisschen Ruhe haben. Aber die könnten draußen bleiben, wenn sie wollten? Die könnten dann raus. Also wir machen nur die Tür auf und die können die gesamte Nacht rein und raus, wie sie möchten. Also tatsächlich ist es auch so, im Sommer, die kommen rein, fressen hier hinten und gehen dann eigentlich wieder raus und schlafen draußen in den Unterständen. Habt ihr eigentlich auch manchmal Probleme mit ungebetenen Besuchern? Also Tiere, die, was weiß ich, auf Beutesuche sind, die eigentlich gar nicht hier im Zoo gehören? Also gibt es hier ja. Also wir haben jetzt zwar selber jetzt noch nicht beobachtet, dass wir jetzt irgendwelche, das heißt, Verletzungen oder Einbußen hatten, was jetzt Waschbär oder Marder, also die haben wir auf jeden Fall nachts, diese Besucher hier. Ja. Aber ich wüsste jetzt zumindest nicht, dass wir irgendwie jetzt mit einem Marder oder irgendwie sowas an die verloren haben. Meine Wasserschweine, die Mütter, die haben da trotz alledem schon sehr gut aufgepasst. Ja. Aber selbst die Marder, Jungtiere, sind recht pfiffig, was das angeht. Also die haben das eigentlich alle recht gut geschafft auf der Anlage, bis jetzt immer irgendwie, wenn sich zu verstecken. Also, ja. Also ich muss jetzt selber sagen, nee, also ich glaube, gut, Krähen sind gerade tagsüber sind mal ein bisschen aktiver. Aber dass wir jetzt irgendwie Waschbär, Fuchs oder sowas, dass die jetzt nachts hier waren, eigentlich eher weniger. Krähen kann ich mir jetzt immer gar nicht als Gefahr vorstellen oder sowas, aber die machen halt ordentlich Rabatz und das macht Stress. Na, nicht nur ordentlich Rabatz, also gerade bei den Mara-Jungtieren, wenn, die sind ja halt, die sind ja winzig, das ist, die sind kleiner als Meerschwein, wenn die geboren werden. Und na, die sind natürlich dann gerade für so eine Krähe natürlich schon so eine verlockende Beute, sind natürlich noch nicht so wehrhaft, wenn die frisch geboren werden, da versucht natürlich eine Krähe auch mal ranzugehen. Wenn wir natürlich erfahrene Weibchen haben, die passen natürlich sehr drauf auf. Ach, da sind sie dann dabei. Die passen dann wirklich drauf auf. Gut, wenn wir unerfahrene Weibchen haben, dann kann es auch mal nicht so ganz klappen. Aber in der Regel ist es eigentlich schon so, dass die erfahrenen Weibchen sehr aufpassen und sehr dahinter sind. Und was mich ja eben so verzaubert, ist diese ganze Vergesellschaftung, dass man auch so viele Tiere miteinander sieht. Als du damals hier diesen Traumjob, war es für dich ein Traumberuf, Tierpfleger? In gewisser Weise schon. Auch wenn ich jetzt selber, wo ich noch in der Schule war, überhaupt keine Ahnung hatte, was ich machen soll. Ja. Ich hatte auch nicht gedacht, dass ich sowas mal kann. Weil das war, also Richtung Tierpfleger ist es eigentlich erst so ab der 8., 9. Klasse eigentlich erst so gegangen. Weil, naja, das ist auch schon noch relativ. Ich bin zwar früher immer als Kind auch gerne im Zoo gewesen, das war eigentlich schon mal schön. Aber ich habe dann immer so, klar, man hat so die Klassiker, was ich so, Feuerwehrmann, Polizist. Also klar, was man mal werden wollte. Aber so eine richtig, dass ich jetzt von Anfang an gesagt habe, nee, genau in die Richtung will ich gehen, war noch nicht so ganz. Es hat sich eigentlich erst mit dem Schulpraktikum so richtig gefestigt. Also ich habe dann damals in der 9. Klasse im Zoo Berlin mein Schulpraktikum gemacht. Also du bist doch Berliner sozusagen? Ne? Ja, okay. Berlin geboren und aufgewachsen. Und ja, habe dann, wie gesagt, da mein Praktikum gemacht. Habe dann nach meiner mittleren Reife ganz normal die Ausbildung im Zoo Berlin gemacht. Und habe dann das Glück gehabt, noch ein Jahr dort zu bleiben und bin dann aber 2011 hier nach Leipzig gekommen, weil das hier damals gesucht wurde. Also du wolltest jetzt nicht unbedingt die große Hauptstadt verlassen oder sowas, das hat sich einfach ergeben. Ja, also ich hätte es nicht gedacht, dass ich Berlin mal verlasse, weil gut, wenn man da aufgewachsen ist, dann denkt man sich, oh Gott, man kann sich das gar nicht vorstellen, von zu Hause wegzuziehen, vor allem ich hatte noch keine eigene Wohnung und so weiter. Aber im Nachhinein muss ich sagen, was das Beste, was ich hätte je machen können. Aber Berlin ist nach wie vor schön, aber zurück will ich nicht. Aber, und es ist aber auch nicht weit, ja. Das muss das stimmt. Um nochmal auf meine Ausgangsfrage zu kommen vor 10 Minuten. Mit diesen ganzen Vergesellschaftungen, dass so viele zusammenleben, hattest du das irgendwie auf dem Schirm, dass das mal klappen könnte? Bei manchen Vergesellschaftungen bin ich manchmal erstaunt gewesen, dass man sie so macht. Also ich hätte jetzt, sag ich mal, jetzt Ameisenbär und Mähnenwolf hätte ich jetzt wahrscheinlich so nicht. Hätte ich mich vielleicht privat nicht rangetraut, ob das funktioniert. Aber ich sag mal so, bei vielen, wie Wasserschwein, großer Marder, das machen ja viele andere Zoos auch schon. Also das kenne ich zum Beispiel aus Berlin auch. Also da haben wir ja eigentlich quasi 3/4 des Tierbestandes, was wir hier haben, haben wir ja eigentlich auf einer Anlage gehabt. Da hatten wir ja Guanacos, Nandus, Wasserschweine, Maras, das war ja alles auf einer Anlage. Und das läuft ja auch. Also gerade weil die Tiere so extrem verschieden sind, klappt es ja oftmals am ehesten noch. Ja, ja. Aber wie gesagt, ich bin zum Beispiel, wie gesagt, Mähnenwolf, Ameisenbär, bin ich echt überrascht. Also hätte ich nicht gedacht, dass das so reibungslos klappt. Aber ich muss auch sagen, ich hätte auch am Anfang nicht gedacht, dass der Ameisenbär am Ende dann die Hosen anhat auf der Anlage. Okay, dann erzähl uns mal von dieser besonderen Beziehung. Wie begegnen die sich denn so? Also wo wir die Vergesellschaftung angefangen haben, da war es ja eher so, die Mähnenwölfe waren, klar, es waren alle aufgeregt. Und die Mähnenwölfe waren gefühlt doppelt so groß, weil Haare aufgestellt und waren auch ein bisschen verunsichert, weil die konnten mit dem Tier Ameisenbär erstmal gar nichts anfangen. Ja, ja. Die hatten sich halt nur so am Sichtgitter vielleicht mal gesehen. Ja, und dann war eigentlich klar, so ein bisschen Neugierde.
Na, da hatten wir wirklich dann mal als Pfleger zwischendurch schon manchmal so ein bisschen fast ein bisschen Angst gehabt, weil die Mähnwölfe manchmal ein bisschen zu neugierig waren. Ja, ja. Ich dachte, so, passt bitte auf, weil die Ameisenbären sind ja nicht ganz ohne. Weil wir die mit den Krallen zuhauen, das kann schon schnell nach hinten losgehen. Ach, ihr hattet nicht Angst um die Ameisenbären, sondern eher wirklich um die Mähnwölfe, weil die teilweise wirklich manchmal ein bisschen zu neugierig waren. Und wie gesagt, die Ameisenbären können ja auch trotz alledem, auch wenn die so ruhig wirken, sehr schnell sein. Es ist dann aber recht schnell, hat sich dann ein bisschen entspannt, also die sind alle ein bisschen ruhiger geworden und mittlerweile ist es tatsächlich so, die Mähnwölfe, die gehen früh als erstes auf die Anlage, dann lassen wir die ihre 2-3 Stunden erstmal ein bisschen alleine und dann geht, was ich die 2-3 Stunden danach, geht dann der Ameisenbär erst mit raus. Und dann ist es meistens so, also wir schicken ja meistens den Mann raus, weil der mit den Mähnwölfen am besten kann und ja, der geht dann raus und frisst da draußen sein Futter, dann läuft er noch ein bisschen seine Runden, hängt auch mal ein bisschen vom Wetter her ab. Ja, und irgendwann ist dann einfach, wenn er keinen Bock mehr hat, dann legt er sich im Bambus und schläft. Aber die Mähnwölfe, die gucken immer ganz genau, je nachdem wo er ist, gucken immer ganz genau, wo er gerade langläuft. Also man merkt schon, dass auch die Mähnwölfe trotz alledem immer den ganzen Tag so ein bisschen in einer Hab-Acht-Stellung sind. Er aber nicht. Er sagt, das ist jetzt mein Revier. Ich glaube, der ist sich das gar nicht so bewusst. Der läuft einfach irgendwo lang, wo er lang will. Und wenn da zufällig gerade ein Mähnwolf ist, dann haben die Mähnwölfe meistens Glück, dass sie das schneller mitkriegen und schnell aufspringen. Aber ich glaube jetzt nicht, dass der gezielt da jetzt irgendwo hingeht, oh, das ist der Mähnwolf, den ärgere ich jetzt. Aber ich glaube, das ist dann eher so Zufall von seiner Seite, weil Ameisenbären sind jetzt, glaube ich, auch nicht so die intelligentesten Tiere. Ja. Bei denen ist es, glaube ich, eher so ein bisschen Zufall. Aber es ist mittlerweile ein sehr, sehr entspanntes Verhältnis. Also wie gesagt, die gehen sich auch so ein bisschen aus dem Weg. Wobei Gory, der hat doch manchmal seine 5 Minuten. Das ist manchmal sehr, ja, was heißt lustig? Also es ist manchmal schon ein bisschen lustig zu beobachten, wenn man dann sieht, dass die Mähnwölfe vor Schreck irgendwo aus ihrem Unterstand rausspringen. Und wir denken, was ist denn jetzt los? Nennen wir Gory, der seine 5 Minuten hat, der kurz in den Unterstand reinrast, das Stroh ein bisschen durcheinander wühlt oder Rindenmulch oder was auch immer wir gerade drin haben. Dann wühlt er ein bisschen drumrum, geht raus und reicht dann wieder. Die Mähnwölfe gucken dann komisch, gehen vorsichtig wieder rein und... Wollt ihr mal ein bisschen Wirkung zeigen? Na, genau, ja, genau, so ein bisschen zeigen, hier, ich bin auch noch da. Aber ich glaube, das sind alles eher so Zufallsbegegnungen. Ansonsten ist das eigentlich ein sehr... Ja, entspanntes Verhältnis zwischen den beiden Arten. Dann nehmen wir uns mal ein bisschen mit zum Ameisenbär. Den finde ich ja auch einfach nur niedlich, wenn ich ihn sehe. Der wirkt irgendwie total drollig, aber er ist wohl ein eher wehrhafter Kumpel. Ja, genau. Also unser Männchen, den gehen wir mit ein bisschen Vorsicht an. Also wenn wir ihn wecken, dann ist auch immer sicherheitshalber immer ein Besen mit dabei, dass man zur Not ihm irgendwas hinschmeißen kann oder ihn irgendwie auf Abstand halten kann, dass man wirklich schnell das Weite suchen kann. Weil, wie gesagt, das kann bei Ameisenbären auch sehr schnell umschwenken. Also sie können im einen Moment ruhig sein, im nächsten Moment ist es dann... sind sie auf 180 und sind schnell und wie gesagt, man rennt den auch nicht weg. Aber ihre Waffe ist dann... Sind die Krallen. Sind die Krallen, okay. Sind die Krallen, genau. Also die laufen ja auch immer auf ihren Knöcheln, also wie man das von Gorillas zum Beispiel auch kennt. Einfach um damit die Krallen schön scharf bleiben. Ja. Weil die müssen ja Termitenbauten damit aufreißen und andererseits werden die Krallen auch zur Verteidigung genutzt, weil die haben ja sonst nichts. Die haben ja keinerlei Zähne mehr, das ist ja nichts, was die im Mund haben. Ja. Und dass sie sich irgendwie verteidigen können, weil die haben ja diverse Fressfeinde wie Jaguare, unter anderem auch Puma, die eine oder andere Schlange vielleicht. Also gibt schon einiges an Raubtieren, was da rumläuft und da müssen sie sich irgendwie verteidigen können. Da sind halt die Krallen das Einzige, was dann halt wirklich noch geht. Und ist er schreckhaft oder ist er einfach nur launisch? Er kann launisch sein. Es gibt auch manchmal Tage, wo er einfach richtig aggro ist, also wo er einfach wirklich dann überhaupt nicht will, wo man ihn einfach in Ruhe lassen sollte. Und da kriegt man ihn manchmal auch ab einem gewissen Punkt dann einfach nicht mehr irgendwie raus. Dann will der einfach nicht, dann merkt man auch, er wird einfach richtig wütend und laut und so weiter. Also es ist ja wirklich ein richtiges Schnaufen, was sie von sich geben. Ein richtiges, also ich kann es gar nicht beschreiben, man hört sich fast ein bisschen an wie bei einem Braunbär, so ein Brüllen fast. Oho, ja. Also man würde nicht denken, dass es ein Ameisenbär ist und ja, also man muss die halt echt ein bisschen mit Vorsicht genießen. Und ja, sein Weibchen, die Badana, die ist wiederum deutlich umgänglicher. Also zu der können wir auch durchaus reingehen. Die kann man auch so ganz normal rangehen, Schwanz hochklappen, wecken und so weiter. Das ist ganz lieb bei ihr. Aber wie gesagt, bei ihr ist man trotzdem auch immer ein bisschen mit Vorsicht dabei, weil das kann bei ihr auch ganz schnell umschwenken und da wissen wir auch manchmal gar nicht, woher das kommt. Das wollte ich gerade sagen, das Warum ist euch ein Rätsel, oder? Manchmal ist es ja wirklich so, die hören irgendwas, was wir nicht hören, das kann es manchmal sein, oder einfach irgendwie schlechten Tag erwischt oder so. Ja. Also deshalb sind wir da immer ein bisschen mit Vorsicht dabei. Ist die große, klebrige Zunge denn für euch ein Problem? Oder kommt die überhaupt hier zum Einsatz? Ja, die kommt zum Einsatz. Also das ist tatsächlich so ein Morgenritual, was... Ich weiß nicht, ob es alle Ameisenbären machen. Ich gehe mal davon aus, unsere beiden auf jeden Fall machen, wenn die morgens, bevor die aufstehen, gähnen die quasi und dann wird einmal komplett die gesamte Zunge, der halbe Meter, wird dann einmal komplett ausgefahren. Ja. Und dann wieder rein und dann noch einmal kurz strecken und dann kann man auch mal langsam aufstehen. Ja. Ja, also das ist quasi wirklich fast wie so ein Morgenritual. Einmal Lappen. den Lappen. Einmal aktivieren, raus, rein und dann geht's los.
Und, aber ihr spürt die jetzt nicht oder sowas, dass die jetzt für euch eine Gefahr wäre oder dass die... Was ist die Zunge? Ja, ist die nicht so klebrig? Das ist gar... ist extremer Speichel dran. Das ist schon sehr klebrig, sehr zähflüssig. Also man muss sich auf jeden Fall die Hände danach waschen. Aber das ist jetzt nicht wie jetzt... Also ich, das ist jetzt irgendwie wie so ein Klettverschluss irgendwie an einem kleben bleibt. So ist das jetzt nicht. Es ist einfach nur extrem schleimig. Aber mehr ist es auch nicht. Hände waschen danach und weitermachen. Wie ist es denn nun eigentlich mit mit Ameisen? Man darf ja Ameisen als geschützte Tierarten gar nicht verfüttern. Gibt es trotzdem manchmal sowas wie als Belohnung oder was für Futter ist es denn? Na, Ameisen gibt es bei uns nicht. Ich meine, wenn jetzt auf der Anlage irgendwo mal ein Ameisennest plündern, gut, dann haben wir da wenig Einfluss drauf. Aber das ist ja auch nicht so, dass die jetzt ein komplettes Nest bis zur letzten Ameise leer schlabbern, ja. Sondern die nehmen ja nur einen Teil weg, weil das Volk soll ja nicht wegsterben. Die wollen ja nur einen Teil davon weg, weil sonst würden die sich ja dauerhaft ihre Nahrungsquelle eigentlich nur kaputt machen. Das funktioniert so instinktiv, ja? Die bleiben nur eine gewisse Zeit an dem Termiten- oder Ameisennest, nehmen nur einen Teil weg und dann gehen sie zum nächsten. Also immer nur hier und da mal ein Häppchen und immer weiter. Als Belohnung kriegen sie dann bei uns, wir haben dieses Alleinfutter, das ist ein Granovit, das ist ein Granulat, was wir mit Wasser anrühren, das ist aber diese Hauptnahrung. Und ansonsten gibt es als Belohnung dann Insekten, also in Form von Mehlwürmern oder Zophobas. Also Zophobas sind diese großen Mehlwürmer. Da stehen die auch drauf? Ja, die fressen sie sehr gerne, die gibt es immer als Ergänzung mal. Und was Ameisen werden sehr, sehr gerne fressen, ist schöne reife Avocado. Ha. Also die kann man denen einfach so im Ganzen geben und die wird dann komplett ausgeschlabbert und die Schale und der Kern bleibt liegen. Wie machen die das, wenn die keine Zähne haben? Wie? Die ritzen das kurz mit der Kralle an, sodass die Zunge reinkommt und wenn, das ist ja wie Butter quasi, wenn die richtig weich ist. Ja, ja. Und das wird dann einfach komplett leer geschlabbert, beziehungsweise die versuchen natürlich auch trotzdem mit der zahnlosen Gusche irgendwie abzubeißen, aber die Avocado sollte schon einen gewissen Reifegrad haben, weil wenn die zu fest ist, dann ist es auch für die schwierig. Du sagtest, wenn die früh aufstehen, das hat ja so ein bisschen Pensionscharakter, sind die tatsächlich später wach, als ihr kommt? Ja, also Ameisenbären sind tatsächlich, wenn man danach geht, sind die Langschläfer unter den Tieren. Also wenn wir die jetzt nicht jeden Morgen irgendwie animieren würden aufzustehen, dann würden die hier den ganzen Tag verpennen. Ja. Also Gory, der geht dann meistens so gegen zwischen 9 und 10, manchmal auch erst ein bisschen später, geht er dann auf die Anlage, weil dann ist er auch definitiv wach genug, dass er auch geht. Ja. Und ist auch eigentlich dann die passende Zeit, weil dann schon ein paar Besucher hier da sind, die können das dann aktiv mitsehen, wie der dann rausgeht. Aber wie gesagt, den muss man halt wirklich ein bisschen wecken, weil wenn man dann wirklich wartet, bis die von alleine wach werden, dann ist 15 Uhr und sowas, dann sind wir schon fast Richtung Feierabend unterwegs. Also wenn wir Pech haben. Ist ja auch, na klar, Futter gibt es immer, das sieht dann nicht ein, warum man sich bewegen soll. Oder richtig, was? Genau. Also wie gesagt, das ist ja einerseits ein komischer Widerspruch, weil die sind ja eigentlich in der freien Natur lange damit beschäftigt, Nahrung zu suchen. Aber die Nahrung ist ja auch nicht sehr ergiebig. Und ich sag mal so, hier haben sie es natürlich einfach. Hier kriegen sie zweimal am Tag einen Napf hingesetzt. Der wird dann relativ schnell leer gefressen. Ja gut, okay. Und dann wird geschlafen. Denn eine gute Beschäftigung, was für die immer noch ist, ist morsches Holz. Da gucken wir eigentlich, kann man da gerade sehen. Wir haben großes Lager an morschem Holz für die Ameisenbären, was wir auch immer schön lange liegen lassen, damit sich auch von alleine immer ein paar Insekten wieder rein verirren und so weiter. Und wie gesagt, das ist das Beste, was man machen kann, wirklich morsches Holz regelmäßig anbieten, weil da haben die dann wirklich zu tun. Das ist das Beste, was man machen kann bei denen. Was machen die damit? Die Zunge oder auch anritzen? Und das wird komplett kaputt gemacht, gerade diese morschen Sachen. Und dann wird wirklich alles, was da an kleinen Getier irgendwie drin lebt, das wird wirklich komplett weggesaugt oder aufgeleckt. Ja. Ja, also das ist eine sehr schöne Beschäftigung für die. Und warum traut sich eigentlich der Mähnwolf da nicht richtig ran? Wenn du vorhin sagst, Puma und so Raubkatzen sind eine Gefahr. Der Mähnwolf hat da jetzt auch eine stattliche Größe. Er ist jetzt nicht der große europäische Wolf, aber trotzdem ist es ein Wolf. Es ist ein Wolf, das stimmt, aber von der Statur her ist er eher ein schlaksiger Wolf. Also von der Statur eher wie ich wahrscheinlich. Ja, das hast du gesagt. Ja. Ja. Und er ist ja, sag ich mal, nicht als auf große Beutetiere spezialisiert. So das Größte, was er, wenn in der freien Natur frisst, ist sowas wie ein großer Marder. Und an größere Sachen geht er nicht. Das heißt, er ist komplett auf kleine Säugetiere spezialisiert, Vögel frisst er. Und dadurch, der Mähnwolf, der lebt ja auch nicht in einem Rudel, wie jetzt die anderen Wölfe, wie wir kennen, sondern der lebt ja maximal paarweise oder wenn überhaupt mit seinen Jungtieren dann noch zusammen. Und da geht er halt wirklich nur auf kleine Säugetiere und da wäre ein Rudel eher hinderlich, weil das Rudel dann satt zu kriegen, wenn man nur so kleine Beutetiere jagt, wäre schwierig. Und wie gesagt, er braucht ja auch das Rudel nicht, weil er kann es ja auch alleine dann sich zu versorgen. Und wenn jetzt Ameisenbär Jungtiere hat oder sowas, da macht er dann keine Vergesellschaftung. Also das wäre ja dann seine Größe. Nee, das machen wir dann nicht. Also erstens mal sind die Weibchen bei den Ameisenbären auch trotzdem so, dass die dann auch ihre Jungtiere wirklich dann verteidigen würden. Zweitens ist das Jungtier ja bis zum gewissen Alter permanent auf dem Rücken der Mutter. Das heißt, das Jungtier geht ja dann wirklich nur zum Trinken mal kurz vom Rücken der Mutter. Und ansonsten bleibt das ja permanent auf dem Rücken sitzen.
Aber wie gesagt, genau, wenn Jungtiere gerade da sind, dann machen wir gerade keine Vergesellschaftung. Da ist dann wirklich dann, dass das Weibchen mit dem Jungtier, wenn alleine auf die Anlage geht, müssen erstmal abwarten, wie das Jungtier sich überhaupt entwickelt und dann aber getrennt auf die Anlage. Wenn wir vom Mähnenwolf sprechen, muss ich natürlich eine meiner Lieblingsfragen stellen. Von den betörenden Düften, die man im Zoo so haben kann, scheint ja der Mähnenwolf ein besonders berüchtigter zu sein. Kannst du das bestätigen? Ja, also Mähnenwolf ist schon sehr, sehr extrem. Also wir haben sowieso so ein paar Tiere hier im Revier, die sehr, sehr extrem sind. Aber Mähnenwölfe gerade zur Paarungszeit, so September, Oktober rum, ist schon sehr, sehr heftig. Also man merkt das dann schon, wenn man dann morgens so über die Anlage geht, dann merkt man schon, wie die Wolke gerade vom Männchen dann irgendwie zu einem rüberkommt. Ja, ja. Also da ist schon sehr extrem, wie es riecht. Ist das ein Gestank, den ihr auch mit abkriegt oder wird er dort verteilt irgendwo im Gras oder wie sieht das aus? Also wir selber kriegen es tatsächlich nicht ab, aber es ist einfach, die riechen halt einfach zu der Zeit generell sehr extrem. Also es ist auch im Stall riecht dann alles extremer nach denen. Ich meine, die sind ja so oder so schon etwas geruchsintensiver. Aber das riecht halt einfach nochmal alles deutlich extremer, wahrscheinlich, weil die Hormone dann verrückt spielen. Und also, aber man erkennt euch zum Beispiel in der großen Kantine, würde man euch von Weitem dann auch schon... Also gut, ja, ich glaube, das ist eher weniger. Also ich rieche selber nicht mehr so wirklich. Also man merkt es tatsächlich, den Mähnenwolfgeruch erst also die ersten Tage nach dem Urlaub erst wieder. Aber wenn man dann wirklich tagtäglich hier ist, riecht man es selber gar nicht mehr. Also bis zu Hause noch nicht vor die Tür gesetzt worden, weil Kleidungstausch erstmal stattfinden muss? Tatsächlich nicht, nee. Dann habt ihr natürlich noch die Nasenbären, auch eine ganz besonders drollige Geschichte. Ja. Da habe ich halt diese ganze Masse am Anfang gar nicht begriffen. Ihr hattet ja hier zwei Riesengruppen oder sowas. Habt ihr die immer noch? Es gibt sie nach wie vor noch. Also die Hauptgeschichte war ja gewesen, wir haben ja ursprünglich 11 Tiere aus Guatemala direkt bekommen. Ja. Als generelle Blutauffrischung für die europäische Linie, weil Weißrüssel-Nasenbären sind in Europa ja relativ selten. Ja, ja. Gibt ja die normalen Nasenbären, die hat man ja recht häufig. Aber die Weißrüsseln, die gibt es halt recht selten in Zoos. Und dass einfach Europa ein bisschen aufgefrischt wird, haben wir 11 bekommen. Ein Männchen und 10 Weibchen. Davon ist ein Weibchen... Der Glückliche, ja. Kann man sehen, wie man möchte. Ja, ja. Ein Weibchen haben wir mittlerweile schon abgegeben. Und wir haben jetzt aktuell hier bei uns 4 von den Mädels aus Guatemala. Und in der rückwärtigen sitzen 5 Mädels plus den Carlos, den wir gekriegt haben. Und hier haben wir dann aber jetzt bei unserer jetzigen Gruppe noch den Hugo, was ja der erste Weißrüssel-Nasenbär war, den wir in der Anlage hatten. Ja. Und sein Weibchen, die Hella, mit hier drin. Also die haben wir jetzt erstaunlicherweise erfolgreich fast in die Gruppe integrieren können. Weil Nasenbären sind ja nicht ganz so nett untereinander, was das Thema angeht. Also selbst den Männchen gegenüber können die manchmal sehr grantig sein. Aber spätestens, wenn bei den Weibchen dann die Hormone verrückt spielen, dann ist auch jedes Männchen willkommen. Und Hugo hat aber jetzt quasi nur ein Weibchen, dem er auch treu ist und Carlos alle? Nein. Nee, also na, was heißt treu? Das ist ja, Weißrüssel-Nasenbären haben ja eigentlich generell keine feste Gruppe an Weibchen. Ja. Die sind ja normalerweise nur kurz in der Gruppe, decken die Weibchen durch und werden dann meistens eigentlich von den Mädels in der freien Natur auch wieder weggeschickt oder verjagt. Die Männchen sind eigentlich meistens Einzelgänger und die Weibchen leben ja eigentlich nur in Familienverbänden und dann die Jungtiere zusammen. Und die Männer sind immer nur kurz da, paaren sich mit den Weibchen und gehen dann eigentlich wieder. Aber Hugo war doch auch charakterlich nicht einfach, oder? Kann ich mich da erinnern? Er ist ein kleiner Chaot, ja. Was es angeht, auf jeden Fall. Er ist auch, was andere Nasenbären angeht, so ein bisschen egoistisch veranlagt. Das heißt, er hat immer so sein eigenes Ding durchgezogen. Ja. Und jetzt ist es natürlich für ihn nochmal eine größere Herausforderung gewesen, mal Weibchen zu haben, die ihm die Stirn bieten, was er sein Leben lang bis jetzt nicht kannte. Ja. Und dann auch noch 4 davon, oder? Also, wie kam er damit klar? Die ersten Tage überhaupt nicht gut. Also er hat richtig Schiss gehabt. Er hat sich hinter seinem eigenen Weibchen am Anfang versteckt. Also, oha, okay. Also wir waren ein kleines bisschen enttäuscht. Wir haben jetzt nicht, hätten jetzt nicht gedacht, dass er so ein Schisser ist. Ja. Also ich hätte gedacht, dass er ein bisschen mehr der Draufgänger ist, weil er ja so eigentlich in der Vergangenheit immer drauf war. Aber mittlerweile ist er auch mehr willkommen geheißen von den Mädels. Sind die neugierig? Ja. Ja, also man kann ihnen tatsächlich immer mal wieder neue Sachen anbieten. Also wie gesagt, wir sind selber auch gespannt, wenn es soweit ist, dass wir sie mal auf die Anlage schicken, ob alles auch so sicher ist, wie wir uns das hoffen. Weil wie gesagt, die zeigen uns ja doch ganz gerne immer mal so ein bisschen die Schwächen auf. Die können halt einfach enorm gut klettern, das darf man nicht vergessen. Ja, ja. Und können auch extrem gut springen. Wie gesagt, das ist so das Einzige, wo man halt noch nicht so ganz weiß, hat man jetzt wirklich alles an Ecken rausgefunden, wo sie rauskommen könnten. Das werden wir dann sehen. Aber ihr habt ja auch wunderschöne Klettermöglichkeiten da draußen geschaffen. Also einerseits ist es ja auch faszinierend, die Klettern beobachten zu sehen. Ja, ja. Oder? Also wie gesagt, die interessanteste Sache wird tatsächlich auch noch werden, also erstmal, wenn die Nasenbären an sich rausgehen und natürlich der Plan ist ja auch, dass sie mit den Chaco-Pekaris dann zusammen sein sollen. Also quasi ist ja dann so die Grundidee, die Nasenbären oben und die Pekaris unten. Ja. Und wie gesagt, die Pekaris sind ja wie gesagt so die einzigen Tiere, wo wir nicht im Beisein der Tiere die Anlage betreten.
weil da können wir halt auch wenig eingreifen. Also wir haben jetzt geteilte Meinungen aus verschiedenen Kollegen, also aus anderen Zoos, die auch halten, gehört. Also ich habe unter anderem gehört, dass man mit Chaco-Perkar eben nicht reingehen kann. Andererseits haben wir wiederum gehört, man kann es machen. Ich denke mal, es hängt auch immer ganz davon ab, wie sind die Gegebenheiten, wie sind die Tiere generell drauf. Und wir persönlich wollen es eben nicht rausfinden. Kann man sich das so vorstellen, als ob man einer Wildschweingruppe irgendwo im Freien begegnet? So in etwa. Also man hat dann aber die gesamte Rotte, die dann gegen einen ist. Ach so. Also die halten dann wirklich sehr zusammen. Also Pekaris sind sehr, sehr soziale Schweine. Denn Pekaris sind ja schon sehr speziell, weil die ja diese sogenannte Nabeldrüse haben. Deshalb auch der Name Nabelschwein. Ja. Also das hat nichts mit dem Bauchnabel zu tun. Diese Nabeldrüse, die haben so im hinteren Rückenbereich und damit parfümiert sich die gesamte Gruppe untereinander mehrfach am Tag ein. Ja. Das heißt, die haben einen Gruppenduft und daran erkennen die ihre Gruppenmitglieder. Und da die sind, stärkt natürlich nochmal den Zusammenhalt innerhalb der Gruppe und die sind natürlich extrem sozial, was das angeht. Also da kann selbst so oft wie das, auch wenn wir das manchmal gesehen haben, dass manchmal die beiden Männchen sich manchmal ein bisschen in der Wolle haben, was manchmal schlimmer klingt, als es ist, weil die stehen da und brüllen sich an, mehr passiert da manchmal gar nicht. Ja, ja. Aber es klingt halt wirklich so, als wenn die da gleich irgendjemand zerfleischen würden, das klingt halt wirklich sehr, sehr brutal, aber die sind halt einfach so. Aber trotzdem, wenn es hart auf hart kommt, dann stehen die zusammen. Genau, wenn es hart auf hart kommt, dann zack, steht sofort die gesamte Gruppe geschlossen gegen einen und ich glaube, den will man halt auch nicht begegnen, weil da kommt dann wirklich auch die gesamte Rotte gegen einen Zähnefletschen. Also ich möchte es nicht ausprobieren. Und da seid ihr jetzt auch, obwohl ihr den schon wochenlang, monatelang vertraut seid, sagt ihr euch, nee, Vorsicht, da gehen wir nicht. Ja, aber die sind nach wie vor auch immer noch so. Selbst wenn die uns durchs Gitter sehen, die stellen erstmal die Haare auf. Ja. Was in erster Hinsicht schon mal so ein bisschen eine Drohgebärde ist. So ein bisschen erstmal so hier, also ich mache mich groß. Und dann erstmal so kurz schnaufen, schmatzen. Und schmatzen ist ja auch schon das erste Zeichen bei dem Schwein, was drohen bedeutet. Also generell bei Schweinen. Also machen die Pusteschweine hinten zum Beispiel auch. Ja, und das ist so das Erste, wo man eigentlich sagen sollte, gut, okay, man bleibt auf Abstand. Erkennt ihr die Gruppe denn eigentlich auch am Duft? Wir sind schon wieder bei meinem Lieblingsthema. Man erkennt sie tatsächlich, aber ich finde, die Chaco-Pekaris riechen nicht so schlimm wie die Weißbart-Pekaris. Also die Weißbart-Pekaris, es gibt ja verschiedene Pekari-Arten. Habt ihr die auch hier? Nein. Nee, die kenne ich aus meiner Lehrzeit aus Berlin. Okay. Und die Weißbart-Pekaris, also die hast du schon auf gefühlt 50 Meter Entfernung, hast du die gerochen. Und die, finde ich, erstaunlicherweise riechen die kaum. Also die selbst riechen sich sehr gut, aber... Ja, genau, aber ich finde jetzt nicht, dass die jetzt, wie beim Mähnwurf, dass sie so einen extremen Eigengeruch haben. Also gut, entweder riecht man es selber nicht mehr, weil man tagtäglich mit ihnen arbeitet. Aber ich fand auch vorher, wo ich hier neu in den Bereich kam, fand ich jetzt nicht, dass die so extrem riechen. Also wie gesagt, ich habe es da bei anderen Pekaris anders in Erinnerung. Florian, du erzählst ja wirklich gerne von deinem Alltag hier mit den Tieren. Da vermute ich mal, dass es nach Arbeitsschluss ja nicht ganz vorbei ist mit Tieren bei dir. Oder bist du es selbst auch noch Züchter? Züchter nicht ganz. Also ein bisschen habe ich zu Hause. Ich habe zwei Sumpfschildkröten zu Hause und ein paar Steppenlemminge. Mehr ist es dann auch nicht. Und das reicht ja aber auch. Es reicht. Also ich habe tatsächlich in meiner Lehrzeit, da hatte ich gefühlt mein Zimmer, also damals zu Hause bei meinen Eltern, das war halt wirklich voll mit allem. Ja. Man hatte den Klassiker von Meerschweinen, diverse Aquarien, über Roborowski-Zwerghamster, was hatten wir? Wir hatten Wellensittiche, also wir hatten gefühlt alles mögliche immer mal. Also zu Glanzzeiten hatte ich, glaube ich, drei Aquarien. Ein kleiner Florian Ludwig Zoo. Ja, so in etwa. Aber wie gesagt, ich bin eigentlich ganz froh. Ich habe jetzt so im Laufe der Jahre nach und nach immer mehr abgebaut, weil irgendwann wird es auch irgendwann schwierig, wenn du in Urlaub fährst, dann auch musst du auch welche finden, die es versorgen. Und ja, also ich muss nicht mehr so viel haben, aber es ist trotzdem schön. Erzählst du denn eigentlich auch gerne draußen? Kommt natürlich auch immer auf die Frage drauf, aber im Großen und Ganzen habe ich selber kein Problem, da immer Fragen zu beantworten und so weiter. Ich verquatsche mich auch sehr gerne, was das Thema angeht. Das glaube ich doch gerne. Aber es ist ja auch schön, so einen Beruf zu haben, von dem alle gerne was erfahren wollen, oder? Ja, ich kommentiere hier gerne, ich mache auch gerne immer die ganzen ETC-Auftritte und so weiter. Aber ich bin dann keiner, der jetzt hier permanent irgendwo im Rampenlicht stehen muss. Wusstest du denn dann, dass es in dir steckt, in dem Moment, wo du angefangen hast? Oder warst du am Anfang auch unsicher, ob es wirklich dein Beruf ist? Der Beruf an sich, denke ich dann schon. Aber gut, okay, mit Fernsehen und auch mit Kommentieren, das war komplett, also fast Neuland für mich. Also Kommentierung, das war komplettes Neuland für mich hier, weil sowas kenne ich aus meiner Lehrzeit gar nicht. Ja. Das hat jetzt erst nach meiner Lehrzeit angefangen. Und wie gesagt, wo ich das erstmal kommentiert hatte, das war oh Gott, halber Herztod irgendwie. Das war, oh Gott, wie machst du das jetzt hier? Erste Kommentierung überhaupt in deinem Leben. Das Einzige, was mich da so ein bisschen gerettet hatte, ich habe vorher, bevor ich hier in Leipzig angefangen habe, hatte ich im Zoo Berlin ein knappes Dreivierteljahr in der Zooschule gearbeitet, also so Kindergeburtstage gemacht und so weiter. Und da hat man schon so ein bisschen... Aber mit Kindern schon mal irgendwie dann Führung machen, ist ja manchmal auch nicht ganz einfach. Manchmal hat man ja ganz schöne Chaoten, ist auch nicht ganz einfach. Aber man hat halt schon da ein bisschen Übung gehabt, da schon mal ein bisschen freier zu reden und auch mal, man muss ja auch jedes Mal anders reagieren, je nachdem, wie die Gruppe halt auch drauf ist. Ja.
Und das hat mich schon ein bisschen gerettet und ein bisschen geerdet schon mal, was man sich einlässt. Gut, okay, und ja, ETC ist halt, gut, das kam halt nach und nach. Am Anfang war man auch irgendwie gefühlt, Gott, total aufgeregt, ging alles irgendwie nicht so, wie man sich das vorgestellt hatte. Mittlerweile macht man das irgendwie einfach nebenbei irgendwie, das ist normal. Aber es ist eben auch nochmal eine andere Situation, als wenn es ein kleines Team mit Kamera ist, als wenn eben hier die ganzen Ränge vollstehen und in dem Moment so eine Kommentierung hören wollen. Wobei ich tatsächlich sagen muss, die Kommentierung mittlerweile, also am Anfang war ich wirklich jedes Mal völlig aufgeregt, also gerade wo ich ich habe ja vorhin im Tieraffenhaus angefangen, weil die Baikal-Robbe damals mitbetreut, da haben wir ja immer einmal am Tag kommentiert. Und da war ich immer völlig, das war völlig aufgeregt und Gott, der gesamte Fokus ist nur auf dich und dieses eine Tier. Ja, ja. Und wenn die jetzt nicht mitmacht, dann stehst du blöd da oder da hat man sich ja auch schon ein bisschen Gedanken gemacht. Aber mittlerweile ist, ja, man geht raus, man fängt an zu erzählen und schaltet eigentlich gefühlt ab. Also ich blende zum Beispiel oftmals aus, dass dort 100 Menschen stehen. Also das ist das Beste, was man machen kann. Nimmt mich mittlerweile gar nicht mehr mit. Also das ist... Ich schalte da einfach recht gut ab, das geht mittlerweile. Florian, wer hat uns hier jetzt gerade die letzten paar Minuten hier gerufen? Ich habe hier immer so ein kleines Grunzen gehört. Waren das jetzt hier? Ich denke mal, das müssten die Nasenbären gewesen sein, die hier immer mal ein bisschen am Grunzen waren. Rufen die dich jetzt, weil irgendwas ist? Rufen die sich untereinander? Also merkst du selbst, ich war jetzt zu lange nicht drin, hab zu lange mit dem Onkel gequatscht hier. Wenn die sich jetzt wirklich in der Wolle gehabt hätten, das hätten wir gehört. Das wäre deutlich lauter gewesen. Wenn die nur so ein bisschen grunzen und so ein bisschen vor sich hin quietschen, das ist ganz normal Kontaktaufnahme untereinander. Florian, das heißt also, du kannst völlig beruhigt jetzt wieder reingehen. Deine Tiere werden dich erkennen, aber sie werden dich auch nicht übermäßig vermisst haben. Nee. Florian, es war sehr, sehr schön. Danke für die Einblicke, die du uns gegeben hast. Bitte, bitte. Und wenn hier mal wieder was los ist, da kommen wir bestimmt mal wieder vorbei. Das ist eine sehr interessante Runde hier. Vielen Dank. Ja, danke auch. Dann wäre also alles gesagt. Elefant, Tiger und Co. Ein Podcast von Elefant, Tiger und Co. und MDR Sachsen.